Hebe den spirituellen Schatz. Kommentar zum 65. Vers des Viveka Chudamani. Ein Schatz im Boden kann gehoben werden dadurch, dass man erfährt, wo er liegt, nach ihm gräbt und die Steine, die ihn bedecken, entfernt. Nicht aber dadurch, dass man sagt, er möge aus der Erde herauskommen. Ebenso erlangt man das reine, durch Maya verhüllte Selbst, durch Unterweisung des Schülers, durch einen Kenner der absoluten Wirklichkeit, durch Nachdenken und Meditation. Das Selbst, Tattva, das Essentielle, erschließt sich nicht durch Argumente. Hier erteilt Shankara dem eine Absage, wo man sagt, es reicht aus, nur darüber nachzudenken. Es reicht eben nicht aus, zu hören, da ist ein Schatz. Wenn du weißt, da ist ein Schatz, gut, da musst du vielleicht die Rechte erwerben an dem Grund und Boden oder du musst es pachten, du musst die richtigen Instrumente haben und das richtige Werkzeug, da musst du graben und du darfst dich durch Fehlschläge nicht in die Irre führen lassen, eventuell musst du wieder nachfragen, eventuell braucht es anderes Werkzeug und irgendwann kommst du zum Schatz. So ähnlich, du brauchst die Instruktion eines Meisters. Er spricht hier vom Upadesha. Du brauchst Upadesha, die Instruktion durch einen Lehrer. Das kann ein Vortrag sein, das kann ein Buch sein, das kann ein Podcast sein. Du bekommst eine Instruktion. Das nächste ist dann Mana, sagt er hier. Und Mana heißt also Nachdenken oder Manana. Manana ist wirklich Nachdenken. Du bekommst also erst Upadesha, die Unterweisung. Zweiter Schritt ist dann Manana, das darüber Nachdenken. Dritter Schritt ist dann Dhyana. Dhyana, also die Meditation. Und dann sagt er noch Adi und so weiter. Also hier in diesem Adi steckt auch noch drin, dass es noch weiteres gibt, was du zu tun hast. Okay, also er sagt dir schon mal, zwar wirst du jetzt gleich alles Mögliche hören über die absolute Wahrheit. Ich werde dich anleiten zum Viveka, zur Unterscheidung. Zur Unterscheidung zwischen dem Ewigen und dem Vergänglichen, zur Unterscheidung zwischen dem Selbst und dem Nicht-Selbst, die Unterscheidung zwischen dem wahren Glück und dem vergänglichen Vergnügen, die Unterscheidung auch zwischen dem Unwirklichen und dem Wirklichen. Das ist auch intellektuell. Aber es ist Upadesha, es ist Unterweisung. Und dann musst du darüber nachdenken, Manana. Und du musst es in die Tat umsetzen. Und du musst darüber meditieren, Dhyana. In der Meditation das erkennen und aus der Meditation wieder in die Tat umsetzen. Wenn du weißt, dass Selbst in allen Wesen ist gleich, dann folgt daraus uneigennützige Nächstenliebe. Wenn du weißt, der andere ist das Gleiche wie ich, dann willst du ihm helfen und ihm dienen. Und wenn du ihm helfen und dienen willst, dann führt das notwendigerweise dazu, dass dein Herz noch weiter aufgeht. Übe also dann die Meditation und Adi, die ganzen anderen Praktiken wie Karma-Yoga und so weiter. Und dann kommst du irgendwann zur vollen Verwirklichung. Du kommst dorthin, indem du darüber nachdenkst, darüber meditierst. Und so Svam Amalam Tattvam. Das eigene, makellose, reine, wirkliche So-Sein erfährst. Nicht allein durch Duryuktibhi, durch nutzloses Argumentieren. Daher auch, argumentiere nicht so viel mit anderen. Es ist gut, nach der Wahrheit zu suchen, und man kann auch mal spirituelle Diskussionen führen. Aber die Gottverwirklichung erreichst du nicht durch sinnloses Argumentieren und durch Zeigen, wie großartig du bist und dadurch, dass du anderen ihren Glauben nimmst, sondern du kommst zur Gottverwirklichung, indem du selbst nachdenkst, meditierst, uneigennützig dienst, die Einheit mit allem verwirklichst.